Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gibbos. Den Rest ersparen wir uns, weil ich das nicht aussprechen kann. Ja, ich habe hier an dieser Stelle gestern ausgeschaltet und ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, was wir eigentlich machen wollten. Ich hatte irgendeine Idee, was wir noch machen konnten. Ich glaube, ich wollte ich nach Hause gehen und gucken, ob da noch irgendwas zu machen ist? Ich rede noch mal kurz mit der Blondine. Ja, da kommt immer noch das Gleiche. Can I ask what your husband... Oh, I'm perfectly convinced he's trying... Ouch. Yeah, but what bet... I'm... Say. Ja, da kommt auch keine andere... I'm... Oh. Yeah. Naja. I'm a... Never mind. Okay, also gotta damit run. Kommen wir auf jeden Fall so auch nicht run. Weiter. Dann gehen wir mal eben kurz, bevor wir jetzt hier eventuell weiter probieren, gehen wir mal eben kurz nach Hause, ob wir da vielleicht irgendwas machen können. Was ist eigentlich damit? Das ging nicht, ne? Back then, door. Now, wall. Ich wollte gerade sagen, letztes Mal ist er doch stehen geblieben dabei, oder nicht? Warum müssen wir jetzt warten, bis die Katze kommt? Nun gut. Die Katze, die aussieht wie ein Kater, nebenbei bemerkt. Aber es ist eine weibliche Stimme, also muss es ja eine Katze sein. Eingerahmtes Bild von Kitty. Ah, da ist auch nichts Neues. Da können... Kuchenreste können wir nicht nehmen. Not on your life, buddy. Hier war auch nichts Neues drin, ne? Ich muss mal eben gucken. Voodoo-Reihenfolge-Abhandlung. Aber ich schätze, dass wir dafür eine Schere... Ach, vielleicht müssen wir tatsächlich ihr helfen? Muss ich dafür eventuell die Puppe bekommen? Aber das Problem ist... die Sache mit der Puppe haben wir ja immer noch nicht erledigt. Andererseits, wir haben das Buch. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Das Buch haben wir, glaube ich, erst bekommen. Nee, das Buch hatten wir schon bekommen, bevor wir zu der Frau gegangen sind, oder? Ich rede nochmal mit dem Mädchen. Ist ja auch... Ja, stimmt, ist ja auch ein Fisch und keine Puppe. Aren't your mom or dad around? Mom and dad moved to Fishmouth last month. And we'll move there too. Soon. Not until I get my fishy! Weil irgendwie habe ich so... Er sagt, er kommt da nicht ran, ne? I can't reach it from down here. Das Buch, ich meine, das Buch könnte er auch danach schmeißen, hey, vielleicht. Hey, Kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Well, you gotta ask yourself, Buzz. What do we stand to gain from me exerting myself in that manner? Nothing for now, I guess. See? Don't anger me, feline. Come on, Buzz. You're embarrassing yourself. Don't you want to do it just to put a smile on that little girl's face? You mean that pale abomination? How about we have nothing to do with her or her face? How's that sound? Your heart is the tip of a glacier that was accidentally bitten off by a blind, evil old sea monster, kitty. Don't try to flatter me. It won't work. Ich habe da so eine Idee, weil sie ist ja nur auf den Fisch fixiert. Wobei ich nicht weiß, ob sie die Puppe dann rausrücken würde. Eventuell könnten wir die nämlich nehmen, um daraus so eine Voodoo-Puppe zu machen. Oh, ich sehe jetzt erst, dass die mit den Augen meinem Cursor folgt. Man kann das auch nicht dagegen werfen oder so. Wouldn't help here. Ja, ja. We have bigger fish to fry, Buzz. I see what you did there. We have bigger fish to fry, Buzz. I see what you did there.
Kann man die nicht irgendwie da hochschicken? I can climb that thing, no problem. I just don't have a reason to. Hm. Vielleicht müssen wir doch noch irgendetwas machen. Also mit der Frau können wir jetzt nicht mehr sprechen. Die bringen uns ja auch keine neuen. Vielleicht hier mit dem, genau, der Taxifahrer ist auch noch da. Aber der bringt uns auch keine neuen Erkenntnisse wahrscheinlich. Wie viele Kunden heute haben, das hatten wir auch schon. So about the blonde girl. Yeah, what's she to you? I'm a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. Right. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. Surely you know it too, since you're friends. Margot. Hatte sie... Ja doch, sie hatte, glaube ich, im Nachhinein noch was gesagt mit ihrem Namen, ne? Sure. It's my friend Margot. Huh. Guess you weren't lying. Well, might as well tell you. She dropped something on the back seat when she left, but she was out of sight by the time I noticed. She's literally around the corner. Oh yeah? How'd you feel about returning this to her? Looks like a letter. It might be important. You can't get out of the car, take a few steps in that direction and return it yourself? This is a business, kid. I might lose a customer. Das ist nicht dein Ernst. Wieso hat er mir das beim letzten Mal nicht schon gesagt? Und wann hat die das mit dem Namen nochmal gesagt? Es war auf jeden Fall in der letzten Folge, meine ich. Mir ist gerade nicht danach, den Kurier zu spielen. Nein, sicher, gib's mir. Yeah, sure. Let me have it. Good man. Say, you won't open it, will you? Nicht nur öffnen, ich werde seinen Inhalt an die ganze Wand sprühen. Do I look like the kind of fella who'd pry into the opposite sex's correspondence? I wouldn't know what that kind of fella looks like, thank God. Here you go. Ernsthaft? Liebe Margot, hier ist er, ein altmodischer Brief, da du gemeint hast, dass E-Mails leicht abgefangen werden können. Ich habe sogar versucht, ihn von Hand zu schreiben, aber naja, du willst das Ergebnis nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse dich. Ah, dein süßer Duft, dein goldenes Haar, das im Morgenlicht leuchtet. Dein glitzernder, teurer Schmuck. Oh Margot, Margot. Bist du sicher, was Tonys Absichten angeht? Mein Gott, er ist dein Mann. Würde er wirklich so weit gehen, dich zu verletzen? Oder mich, was das betrifft? Ich weiß, dass ich anfangs dagegen war, aber jetzt bin ich überzeugt. Du musst den Voodoo-Gentleman aufsuchen und versuchen, ihn dazu zu bringen, das zu tun, was nötig ist. Ich habe dieses Gedicht über dich begonnen, aber es ist so schwer, Worte zu finden, die sich mit deinem schönen Namen reimen. Außer Cargo oder Imago. Ich werde es weiter versuchen. Ich freue mich so darauf, dich zu sehen, dass es weh tut. Du bist wie der Sanitäter in meiner schrecklichsten Autobahnkollision. In Liebe und mit Unterbrechung. Und mit Unterbrechung, Charlie. Alter! Was war das denn? Nice Guy. Aber mit Nice Guy habe ich jetzt gelesen. Das war zu schnell wieder weg. Vor allem ist das auf Englisch. Da muss man das ja automatisch wieder übersetzen und so. Ja, jetzt ist die Frage. Da stand jetzt leider kein Passwort drin. Alright, Margot, I'm gonna drop the act here. Charlie sent me. Charlie who? Charlie, your lover, that's who. Things are getting complicated and he said I should take it from here. I need that password. Well, alright. If Charlie said so. The password is Fidelio. Fidelio. Okay, don't do anything stupid, just stay put. I'm on it. Understood, Buzz. Oh, I do hope everything works out fine. Don't worry, I got this. Well, good luck in your endeavors. Goodbye, Buzz, and thank you. Yeah, sure. No problem. Okay. Hello there? Password? Schwertfisch? Da. Fidelio. Vor allem, wie er das gesagt hat. Fidelio.
It's an ancient voodoo chest. I can feel waves of eerie energy emanating from it. Yeah. Sinister and appropriately illuminated. Well, that's strange. It looks both human and ichthyoid at the same time. Ichthy what now? Fish-like. He either died in the 1700s or the 80s. Oh. Hey, look, it's a double-headed doll. Da konnte wohl einer nicht richtig nähen. Hey, these are Halloween skulls. Skulls are skulls, all right? Sometimes it's hard to get the genuine article. Okay, der hört sich schon wie ein Betrüger an, irgendwie. Everything about this guy screams voodoo louder than Jimmy would. Hi there. Greetings, Wanderer, and be welcome. Who are you? Who am I? Oh, worry not. I get my share of amnesiacs. You are now in the presence of the Voodoo Gentleman. Wie soll ich dich nennen? VG? Du machst Voodoo? So, what do I call you? VG? No, that sounds a little bit too gangsta. Voodoo Gentleman will do. Thanks. Was that password part really necessary? It is best that I keep a low profile, lest the jackals tax me right out of town. Thus, the recommendation-only access. By the way, who referred you to me? Margot. Ja, Kleinanzeigen, genau. Margot told me about you. Margot. Well, I'm glad to see you're alive and well. Ach so. Was that password part really necessary? It is best that I keep a low profile, lest the jackals tax me right out of town. Thus, the recommendation-only access. By the way, who ref... muss ich das jetzt nochmal alles durchgehen? I deciphered that ad in the classifieds? Oh, I do regret putting that out. I've been getting calls about fine leather jackets non-stop ever since. The Voodoo Gentleman? You do voodoo? I'm Buzz, by the way. Hmm. You do at least remember what you came here for, I trust. Ich erinnere mich an, es fing alles an, als ich dieses Buch fand. Tja. I remember, all right. It all started when I found this book. Well, to make a long story short, I accidentally put a spell on my cat, and now she's even more annoying than she was before. A spell, huh? How'd you go about doing that, Harry? I used this. Vaulting voodoo vixens is at the Necronomicon in all its glory. Wanna have a look-see? No. Put that away. That thing should not be touched. Oh boy. I'm sure glad I'm not in your shoes. I can't help you with your cat, my man. There are some things even I don't mess with. Aber voodoo, no. But voodoo. Voodoo schmoodoo. That book is ultimate evil incarnate. Well, I for one wouldn't keep it in my pants pocket. Just saying. You are ruining voodoo for me. I hope you're happy. But my cat! Ugh, cats. We never did get along. What are the symptoms, pray tell? She kinda started talking. Oh, look! The cat speaks! Come one, come all, see the freak! She's really unhappy with her current situation. Oh, ye gods, I've had this nightmare before. Maybe a pinch, but there's no cold sweat. How can this be? It's real, Witch MD. Well, crap. I mean... Alas! Ja, fragen wir mal, ne? How could you tell that was the real Necronomicon right away? Most everyone imagines it all black, bound in human skin, baring teeth.
Only true initiates know it really kind of looks like one of those British sweater vests. You know, the ones with all the crisscross things. Yeah, why is that? I guess you sometimes just go crazy with the triangles and it just doesn't turn out as evil a design as you'd think. Still, the content more than makes up for it. Pleasant colors, though. Yep, very eye-pleasing. Yep. Okay. Operation. What kind of operation are you running here, anyways? One that stays away from messing with the old ones. But it's just like a personifying curse. Those should be easier, right? You'd think. Achso, stimmt, ja, der wurde auch noch entführt. Oh, and a friend of mine got kidnapped, too. You don't say. Something tells me it's also Necronomicon related. He was kidnapped while looking for the damn thing. I really wish I could help you out, but ugh. Was it a very close friend? We talked for like 5 minutes. So it was basically someone off the street. Aren't we all basically someone off the street? You sure are. Richtung, genau. Can't you at least point me in some useful direction? There is one person that could probably be convinced to delve into this kind of mess. Yeah? I was just getting into my intriguing plot development swing and you totally threw me off. Where was I? Oh yeah. There's this avid student of the dark arts, an undercover intruder into the Dagon cult, a dear, dear friend of mine. A man mad and passionate enough to wade through the occult mysteries of the Necronomicon itself. What's the matter, cat got your tongue? Did he just go there? Sorry, I thought you were going for a dramatic pause. But everything I'm saying is dark and morbidly fascinating, right? Oh, absolutely. Just a second ago, I really think I detected some goosebumps. Awesome! I've been working on my wording and delivery. Tell me more about this dark intruder dragon guy. Dagon, not Dragon. The terrible god of the murky abysses. The one who seems to have Fishmith in his clawed grip for decades now. Man, where do you get all this stuff? I am a student of the occult stuff, my greenhorn friend. Plus Wikipedia. Ja, da kann man jeden Scheiß nachlesen. Auch Sachen, die nicht stimmen. Dieser Dagon. Ja, ich weiß, wo es ungefähr drauf abzielt, ja. So this Dagon's had Fishmouth in his clawed grip for decades. He's the mayor, then. Worse than that, if you can imagine. But this is all hearsay, since most people have been just avoiding Fishmouth for years and years. I haven't talked to my friend in ages. Different cell phone carrier? That, and little to no reception. Ja, super. About this dark student you mentioned. I'm really on the fence here about telling you more. This could be very dangerous. And men in red shirts are notoriously unlucky. Stop reinforcing the stereotype. Is this about money? Money? No, I always seem to end up working for free anyways. Bitte sag mir, wer der Mann ist, ja. Please tell me who the man is. Sounds like he's our only chance. It is with great difficulty that I even utter his name. You haven't yet. Not if you keep interrupting me. Are you sure you're ready to hear his worldly denomination spoken out loud? Hit me. I'm bracing myself. His name is Bob Olmstein. Allein das zu sagen, bringt mein Blut zum Kochen. Dass unser Hausmeister so heißt. Hat er nicht einen Neffen, der für die Tendrils spielt? Ja, meint er das ernst, dass der Hausmeister so heißt? Ich denke mal nicht, oder? Ja, wir gehen mal drauf ein. Bob Olmstein. Just saying it makes my blood boil and congeal at the same time. I know, right? Haben mich Wellen der Ehrfurcht über... Du sagst also, ich kann den in Fishmouth finden. So you're saying I can find Bob Olmstein in Fishmouth? Well, yes, but let it be known, I am not advising you to go there.
Doesn't look like I have a choice either way. Can you tell me how I can track him down once I get there? Last time we spoke, he was staying at the Finman house. Gotcha. Just remember, we don't go to Fishmouth. Nun gut, sonst... Moment, Holzwand? It looks like a ship's wooden hull. No, we don't need each other. Ja gut. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir damit irgendwas machen sollten. It looks firmly locked. I heard cats absorb negative energy and transform it into the good kind, but we're not gonna risk her napping on that thing. Hab ich jetzt noch nicht von gehört, aber okay. Die Püpp... Ach, sie ist weg jetzt. Ich dachte, sie wartet dann auf mich. Okay. Ich denke mal, das hat jetzt mit dem Fisch hier vorne zu tun, oder? Aber ist geschlossen. How people can eat that is beyond me. Kann sie das irgendwie öffnen? We have bigger fish to fry, Buzz. I see what you did there. Ja, nicht wirklich. It's closed and locked. Aber da müssen wir doch hin, so wie ich das verstanden habe. It's the door to the fishery. Hm. That was as much interest as I could muster up about this shop sign. Nothing to do with or about it. I can climb higher than that. Easy. Ja, dann hol mir die Fischpuppe. Hey, Kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Well, you gotta ask yourself, Buzz. What do we stand to get? Not... See? Don't... Come on, Buzz. Don't... You mean that... You're... Don't try to flatter me. Ja, gut, die hat jetzt... als Mensch verkleidet, aber der hat ja jetzt auch nichts damit zu tun, ne? I'd hate to have him do my taxes. Not only do I have no use for it, it has no reason to exist. Hm. Weil ich dachte, unheilvoller Turm? That ominous tower belongs to the local waterworks. Okay. Ich dachte aber, dass das eventuell die Lösung wäre. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas triggern, damit er wieder zurückkommt. Das ist das Problem. Müssen wir ihr das vielleicht geben? She wouldn't care about it. Trinkt wahrscheinlich auch nicht. No soda for kids. Especially not this horrible kind. Experimente? No way. Judging by all appearances, they'd probably make their way into my eye sockets. Na, da ist auch wieder recht. Aber mit ihr reden können wir auch nicht mehr. Also nicht mehr, als wir schon können, ne? Aren't your... Mom and Dad moved... Not until... Ach so, Moment. Ich verstehe es nicht ganz. Was meint die jetzt mit Fishmall? Ich dachte jetzt, das wäre ein Ort. Die hilft uns auch nicht weiter hier, ne? Hilft der uns noch weiter? Ah. Hey, Taxi! Take me to Finman House in Fishmouth. Yeah, that's real funny. Let's waste the cabbie's time with dumb jokes. No, I'm serious. Take me to Fishmouth. We don't go to Fishmouth. I'll pay double. You can pay four times the fare. It ain't worth going there. You think Darkham's been strange lately? Wait till you get a whiff of Fishmouth. So let's get a whiff. Money can't make me go there, friend. Them fishy folks will scare the scales off an anchovy. Ich hab diesen verdächtigen Keks, genau. Look, I have this suspicious cookie. Keep that thing away from me.
Some darn hippie fed me one of those about a month ago. I was seeing tentacles and all kinds of ungodly things for a week after. You don't say. Can I interest you in an ancient cursed grimoire? Nah, already got one of those, and it's full of my wife's special occasion dresses. I have this talking cat. We all gotta cross the bear, buddy. Amen, brother. What can I do for a right to Fishmouth? Well, I do have a family problem needs taken care of, but, man, it's a heck of a doozy, let me tell you. I'm all ears. See, this cousin of mine, Ed, married a woman out of Fishmouth. Fishmouth, can you believe it? Name's Azaneth. Anyway, ever since they got together, every time I meet old Eddie, I get this strange feeling he's not himself. Always shopping for groceries, never goes to the ball game anymore, general zombie-like complexion, lack of will to go on. That's pretty common from what I understand. Oh, you unmarried folks always piling on the stereotypes. No, friend, I mean, and I know it sounds crazy, it's like she's looking at me through his eyes. Like she's the one inside, right? Whoa, okay. So where's he? Good question, buddy. I mean possession. That's crazy talk, I know, but I've seen it with my own eyes, man. Now, he ain't talking much, but from what he did say, he gets littler and littler time as himself every day. And I'm worried sick, man. Look, I don't know what your deal is, but get rid of Azaneth for me, and I'll drive your butt to Fishmouth like it was nothing. Quest unlocked. I mean, deal. Okay, then. Was kannst du mir über Ed sagen? What can you tell me about Ed? Name's Edward. Edward Derby. He's my cousin. Supports the tentacles. Don't care much for light beer or garlic-based toppings. Thanks. That's, very insightful. Ach, da ist wirklich der Ed mit gemeint. Cool. Also von, Maniac Mansion. Was kannst du mir über Azaneth sagen? Genau. What can you tell me about Azaneth? What's there to say? She's a creepy one, that's for sure. Looking like a darn fish if I ever saw one. I've been driving cabs forever, and I never heard of anyone else called Azaneth in Darkham, so there's that. Hope that'll help you. Thanks. Okay, damit haben wir dann wieder was Neues. Achso, muss ich ja noch. Okay, got it. Nee, nochmal davon erzählen braucht er nicht. Damit haben wir dann wieder was Neues, um das wir uns kümmern müssen, bevor wir losfahren können. Ich vermute, dass das Ganze jetzt entweder mit dem Mädchen zu tun hat oder vielleicht mit dem Püppchen oder vielleicht kann ich den Voodoo-Typen nochmal fragen. Da müssen wir dann im Einzelnen nochmal durchgehen, weil so wie ich es verstanden habe, soll ich sie ja loswerden. Ne? Sie ja irgendwie umbringen, keine Ahnung. Ich denke mal, der Voodoo-Typ wird wahrscheinlich eher sagen, nee, mit sowas lege ich mich nicht an, bist du mal dahin gefahren, sowas mache ich nicht. Und vielleicht kann uns das kleine Mädchen helfen, beziehungsweise vielleicht kann ich Kitty jetzt endlich mal überreden, weil wir die Puppe dann als Voodoo-Puppe benutzen können. Ist nur so ein Gedanke, vielleicht können wir auch eine von diesen Püppchen hier benutzen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Ganze rausfinden können. Und da diese Folge jetzt doch schon wieder ziemlich lange geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann schauen wir in der nächsten Folge, ja, ob meine Vermutungen stimmen, ob wir diese Frau, sage ich jetzt mal, mit Voodoo loswerden können und... Ach nee, die eine ist Margot, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht zufälligerweise die eine Frau, die jetzt noch hier gebracht worden ist. Ja, und wie das Ganze halt so stattfinden wird. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr es bis hierhin findet. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.